Herzlich willkommen zur Folge Wann beginnt die Revolution? Aus dem Buch Kurze Anleitung zur Rettung der Erde von Cyril Lion. Heute geht es um die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Klimawandel als soziales und ethisches Problem, aber auch um Lösungsansätze für dieses. Dazu freuen wir uns, den Spezialisten in diesem Bereich, Herr Professor Stefan Eickhout, bei uns heute im Studio zu haben. Ich bin Lea. Und ich Virginia. Und wir freuen uns schon, viele spannende Fragen stellen zu dürfen. Podcast ab! Guten Tag, Herr Professor Dr. Stefan Eickhout. Es freut uns sehr, dass du heute in deiner Funktion als Juniorprofessor für Soziologie an der Universität Hamburg bei unserem Podcast Gast bist, bei unserer Podcast-Reihe, in der wir ja Cyril Dions Buch Kurze Anleitung zur Rettung der Erde besprechen. Du hast ja schon einen sehr bewegten Lebenslauf. Ich glaube, man sollte dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Und soweit wir wissen, hast du ja Sozial- und Politikwissenschaft studiert, sowie Wissenschaftsgeschichte in Berlin, bist dann nach Istanbul und nach Paris, hast deine Promotion gemacht an der École des Hautes Études en Sciences Sociales, sowie deine Doktorarbeit auch dort geschrieben. Und es freut uns natürlich besonders, dass du auch einen deutsch-französischen Background hast, was perfekt in unseren Podcast reinpasst, da wir ja auch beide Juniorbotschafter des deutsch-französischen Jugendwerks sind. Und auch deine Forschung passt ja eigentlich perfekt thematisch in unsere Reihe. Und zwar setzt du dich ja besonders mit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit ökologischen Problemen auseinander und da insbesondere mit dem Klimawandel. Mhm. Ja, genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen und schon mal vielen Dank, dass du dabei bist. Fangen wir doch mal an. Und zwar ist ja der Klimawandel ein sehr großes Feld. Denkt man nur zum Beispiel an die vielen Veränderungen, die nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch womöglich die Menschheit global umsetzen müssen, ganz zu schweigen von allerlei Konflikten, die der Klimawandel an sich bereits verursacht oder verursachen wird. Ja, da ist unsere erste Frage an dich. Wo fängt man denn bei Forschung überhaupt zum Klimawandel an, aus sozial- bzw. politikwissenschaftlicher Sicht? Und was genau beschäftigt dich besonders in deinen Forschungen zu diesem ja mehr als aktuellen Thema? Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist noch gar nicht so lange her, dass in vielen Sozialwissenschaften man ein bisschen Außenseiter war, wenn man sich dafür interessiert hat, wenn man gesagt hat, was machen Sie, was machst du? Und man sagt, ich mache Soziologie des Klimawandels oder Klimapolitik. Dann war erstmal, aber wieso? Das sind doch die Wissenschaftler, also da gibt es ja Naturwissenschaftler, die sich mit Klima beschäftigen, wozu braucht man Sozialwissenschaftler? Ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr ganz so. Inzwischen ist es so, dass es klar ist, dass man auch sozialwissenschaftliche Expertise braucht, um zu verstehen, was man gegen Klimawandel tun kann und allgemein ökologische Probleme angeht. Ich denke, warum es wichtig ist und warum ich mich auch dafür interessiert habe, ist, dass es eben von der Einsicht zu sagen, wir haben ein Problem und dieses Problem ist möglicherweise existenziell, ist sehr groß, dazu zu sagen, aber was machen wir denn, was müssen wir machen? Also es reicht ja nicht zu sagen, wir müssen 50% CO2 reduzieren, weil was heißt das denn genau? Das heißt, industrielle Prozesse verändern, das heißt, Konsumentscheidungen verändern, das heißt, im Prinzip politische Prozesse verändern. Und all diese Sachen ergeben sich nicht einfach aus dieser 50%-Zahl, die man vielleicht aus naturwissenschaftlichen Studien ableiten kann. Eine andere Sache, vielleicht ein bisschen positiver, ist natürlich, dass Klimawandel und andere ökologische Probleme sind nicht nur eine existenzielle Gefahr, sondern sind auch ein Feld, in dem sehr viele neue Formen der Kooperation, neue Formen von politischem und sozialem Engagement eben sich zeigen. Zum Beispiel Fridays for Future, aber zum Beispiel auch natürlich sowas wie, was ich untersuche, die globalen Klimaverhandlungen sind ja eigentlich erstmal eine extrem überraschende Sache, dass Staaten, Vertreterinnen von Staaten aus der ganzen Welt zusammenkommen, sich zusammensetzen. Teilweise sind diese Staaten untereinander im Krieg, aber sie sitzen dann gemeinsam sozusagen um den Tisch rum und diskutieren darüber, was man gegen Klimawandel tun soll. Passiert trotzdem nicht genug, aber es ist trotzdem eine interessante Sache und auch aus rein sozialwissenschaftlicher Sicht interessant zu sehen. Ein letzter Punkt vielleicht, also Klima ganz besonders, wird natürlich auch immer mehr zu einem Thema, was diffundiert in andere soziale Bereiche. Das heißt, man kann heute schlecht über Landwirtschaft reden, über Energiepolitik reden, über wie man sich anzieht und so weiter. Selbst da teilweise denkt man dann mit, was hat das denn für Klimaauswirkungen? Und das heißt, es wird immer mehr auch zum Querschnittsthema, was ganz viele andere Themenkomplexe berührt. Ja, ich fand es gerade auch sehr schön, dass du jetzt nochmal betont hast, dass halt
ja die Wissenschaft in Bezug zum Klima und zum Klimawandel natürlich nicht nur naturwissenschaftlich relevant ist, sondern dass sehr wohl auch ein Thema, ein sehr großes Thema in den Geistes- und Sozialwissenschaften sein sollte bzw. auch ist. Das ist ja am Ende auch der Grund, weshalb wir dich eingeladen haben zu unserer Podcast-Folge heute als Juniorprofessor für Soziologie. Da wir ja aber sozusagen eine Buchbesprechung auch machen, werden wir jetzt mit einem kurzen Zitat aus dem Buch von Cyril Dion starten. Wenn wir in Europa, Nordamerika, Japan, Australien, Südafrika oder in einer der zahlreicher werdenden asiatischen, südamerikanischen oder afrikanischen Städte wohnen und wenn wir zur Minderheit der reichsten Menschen auf der Erde gehören, dann genießen wir heute einen Komfort, der in der gesamten Menschheitsgeschichte absolut beispielslos ist. Doch im Gegensatz zu dieser beeindruckenden Fortschrittslitanei sollte uns eine andere Aufzählung stark beunruhigen. Denn dieser Fortschritt kommt nicht allen Menschen in gleicher Weise zugute. Dion betont das ja eigentlich sehr, dass wir in einer Welt leben, wo Wohlstand und auch Ressourcen ungleich verteilt sind, aber letztendlich auch die Bedingungen des Klimas bzw. auch die Veränderungen, die der Klimawandel halt letztendlich noch bezwecken wird, dass der sich nicht auf alle Bereiche der Erde gleich auswirken wird. Und so wird es in Zukunft so sein, dass der Zugang zu Wasser, zu Nahrung, zu Rohstoffressourcen und auch generell elementar zu bewohnbarem Lebensraum noch größere Krisen und Kriege auslösen wird, als wir das jetzt in der kurzen Vergangenheit schon gesehen haben. Der Klimawandel und die Umweltprobleme, die daraus resultieren, sind somit nicht nur eine Herausforderung für Technik und Naturwissenschaft, sondern ganz klar auch ein ethisches und soziales Problem. Man könnte also sagen, oder man muss sagen, dass wir in einer Welt der Klimaungerechtigkeit leben. Ungerechtigkeiten bewirken jetzt ja eigentlich, wenn sie halt in der Gesellschaft anerkannt werden, nicht nur Gesetze, sondern auch irgendwie Normen, also Verhaltensweisen bzw. auch Handlungsmaximen innerhalb der Gesellschaft. Warum meinst du, dass sich in Europa jetzt noch nicht eine gewisse Klimanorm etabliert hat? Wie denkst du, kann so eine Norm aussehen bzw. wer wird die etablieren? Ist das Aufgabe der Politik oder ist das eher eine quasi Etablierung von der Norm, die von unten heraus aus der Bevölkerung kommen wird? Ja, das sind viele Fragen. Ich würde mal anfangen mit der Frage von Klimagerechtigkeit. Ich denke, eine der Sachen, die vielleicht nicht immer bewusst sind in der Diskussion, also was man ja in der Diskussion oft hört, ist eben, dass Klimawandel unterschiedliche Staaten und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch unterschiedlich betrifft. Das heißt natürlich zum Beispiel tiefliegende Staaten, kleine Inselstaaten und so weiter sind stärker von Klimawandelfolgen betroffen. Allgemein Länder des globalen Südens sind stärker betroffen, wobei Länder des globalen Nordens Klimawandel mehr verursachen. Das heißt, es ist richtig zu sagen, es ist zutiefst ungerecht. Klimawandel ist auch ein Resultat von einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und Zugängen zu Ressourcen, ungleichen Lebensumständen. Auch das ist richtig. Was dennoch interessant ist zu sagen, also ihr sagt ja, es gibt keine Klimanorm oder warum gibt es keine Klimanorm? Naja, die Tatsache, dass wir jetzt darüber diskutieren und dass wir ein Wort haben, um es zu benennen, nämlich Klimagerechtigkeit, zeigt ja eigentlich schon, dass es eine Norm gibt, dass beziehungsweise, dass sich eine Norm am Herausbilden ist. Klimagerechtigkeit im Jahr 2000, als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, war nichts, was im allgemeinen Sprachgebrauch in irgendeiner Weise verständlich war. Wenn ich jemandem gesagt hätte, Klimagerechtigkeit, hätte der mit großen Augen angeschaut. Also wir sind in einem Prozess, denke ich, wo sich so eine Norm herausbildet. Und wie tut sie das? Genauso, wie wir das hier jetzt sehen. Nicht dadurch, dass es irgendwie staatlich verordnet wird erstmal. Jetzt ab heute gibt es Klimagerechtigkeit, gestern gab es das nicht. Sondern ich denke, es ist erstmal ein diskursiver Prozess. Das heißt, es gibt Menschen, die darüber schreiben. Wir diskutieren darüber. Es wird eingefordert von Menschen des globalen Südens, von Aktivistinnen und Aktivisten, von Akademikern, Akademikerinnen vielleicht. Es gibt Diskussionen um sowas wie den Green New Deal heute. Also man fragt sich, wie kann man, wenn wir jetzt wieder aufbauen nach Corona, wie kann das Geld so verwendet werden, dass es auch klimafreundlich ist? Wir diskutieren über Kohleausstieg und so weiter. Das sind alles, denke ich, Elemente, einzelne Bausteine von sowas wie einer Klimanorm. Das heißt, ich würde sagen, es tut sich was. Ist auch da natürlich nicht schnell genug und so, aber ich denke, es ist schon bemerkenswert. Wir haben die Worte heute. Es gibt diese Norm. Sie ist nicht allgemein akzeptiert. Sie ist nicht so tief verankert, wie wir das gerne hätten und wie es sein müsste. Aber wir haben sozusagen, wir sind am Anfang von dieser Geschichte. Ja, das ist ja auch so, dass zum Beispiel die Fridays for Future dieses Jahr auch die Klimagerechtigkeit als ihren Hauptpunkt auf die Agenda gesetzt haben.
und ja auch damit zeigen wollten, dass sie praktisch, die jetzt hier protestieren im globalen Norden, eigentlich teilweise nicht die Hauptbetroffenen sind, sondern man eben auch Hauptsache in den globalen Süden gucken muss. Jetzt aber nochmal einen anderen Aspekt, und zwar haben Sie ja in Ihrem Beitrag, der 2018 erschienen ist, in dem Sammelband Le Climat et l'Anthropocène, weisen Sie darauf hin, dass die Bemühungen der internationalen Klimaverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger überzeugend sind, da ja, um eine globale Erwärmung über 2 Grad zu verhindern, wie ja zum Beispiel auch mit dem Pariser Abkommen diskutiert wurde. Dies wirft natürlich ernsthafte Zweifel an der Fortschrittsgeschichte auf, die internationale Organisationen derzeit verbreiten. Deswegen wäre jetzt unsere Frage an dich, gilt es, die politische Form der internationalen, aber auch nationalen Klimadebatte neu zu überdenken oder, wie Dion auch betont, neue Narrativen zu schaffen? Du hast ja gerade in dem Beitrag auch gesagt, dass es darum geht, neue Allianzen zu gründen. Damals gab es beispielsweise die Fridays for Future noch nicht. Wie sieht das heute aus? Ja, absolut. Ich denke, das ist ganz richtig. Also neue Narrative, neue Formen der politischen, also die, wie die Frage gestellt wird, ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, diskutieren wir darüber, ob wir jetzt 20% oder 30% CO2 reduzieren, oder diskutieren wir über Extraktivismus, über Klimagerechtigkeit, über die Frage von fossilen Energien, über die Art und Weise, wie wir unsere Städte bauen, über die Art und Weise, wie die ökonomische Globalisierung organisiert ist und so weiter. Also man kann sozusagen Klimapolitik in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen diskutieren. Ich denke, es ist sehr wichtig, was gerade passiert, habe ich das Gefühl zumindest, ist, dass über die Klimafrage auch grundsätzlichere Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, von internationaler Gerechtigkeit gestellt werden. Und das ist einerseits natürlich so, weil Klimawandel an sich so zutiefst global und ungerecht ist, aber andererseits auch, weil es vielleicht auch als Aufhänger dient, also auch ohne Klimawandel wäre die Welt ungerecht. Auch ohne Klimawandel hat unsere Art und Weise zu wirtschaften Auswirkungen im globalen Süden. Und das heißt, da dient Klima auch als so eine Art Perspektive oder Facilitator, wenn man so möchte, um diese vielleicht anderen und grundsätzlichen Fragen zu stellen. Ich denke, was sich auch hinter dieser Klimafrage stabilisiert, und das denke ich ganz wichtig ist, ist, dass wir im Moment sind, wo die Art und Weise, wie die einerseits ökonomische Globalisierung, andererseits unsere industrielle Moderne, also die Tatsache, dass wir gesagt, dass unsere Vorstellung immer war, wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr Wirtschaft, wir müssen uns mehr vernetzen und so weiter, wird ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Und ich meine, jetzt im Moment, wenn wir uns angucken, die Diskussionen um Corona, dann denke ich, geht das genau in die gleiche Richtung. Das heißt, wir müssen uns neu die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich wirklich und wie können wir nicht nur immer mehr haben, sondern gut leben, aber auf eine Art und Weise, die den Planeten nicht zu sehr belastet. Ja, also gerade das, was Sie auch schon angesprochen haben, dieses immer mehr produzieren, beziehungsweise immer mehr Wirtschaft quasi, das ist halt auch ganz klar ein Kritikpunkt bei Dion in dem Buch. Obwohl man, glaube ich, sagen kann, dass Dion noch nicht so diesen Schritt dazu hinsieht, dass wir das wirklich in der Politik oder auch als Gesellschaft schon wirklich kritisieren. Und als limitierenden Faktor nennt Dion auch immer wieder, warum sich halt in der Politik nicht so richtig irgendwas tut, den Einfluss der Wirtschaft. Und ich meine, das ist irgendwie auch, wenn man sich die Lobbyistenzahlen in Berlin oder in Brüssel oder in Straßburg anschaut, relativ offensichtlich, dass der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik halt nicht zu unterschätzen ist. Ja, welche Maßnahmen meinst du, müsste denn die Politik ergreifen, um den Einfluss der Wirtschaft zuerst einmal auf die Politik selbst, aber natürlich irgendwo auch auf den Verbraucher und auf die Umwelt zu regulieren? Und meinst du da, dass es der bessere Weg ist, dass man halt wirklich klare Verbote von Seiten der Politik ausspricht oder dass man eher den Weg geht, dass man Anreize für ein umweltbewussteres Verhalten für Wirtschaftsunternehmen schafft? Also ich würde sagen, es sind vielleicht auch eher 2 Fragen. Einerseits finde ich die Frage interessant, wie ist das mit Wirtschaft und Einfluss auf Wirtschaft? Und natürlich sieht man, dass es in manchen Ländern, also relativ offensichtlich USA, wo diese Permeabilität zwischen Politik und Wirtschaft und die Art und Weise, wie Wirtschaft Einfluss auf Politik nehmen kann, relativ ungestört ist und dieser Einfluss sehr stark ist, dass es dazu kaum Klimapolitik kommt, dass es sehr schwierig ist, dort irgendwas durchzusetzen. Deswegen ist es wichtig, bestimmte Lobbyinteressen zu beschränken, und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Klimapolitik zu machen zu können. Die 2. Frage war eher, welche Form von Politik bräuchte man denn? Das war ja lange Zeit in den 80er, 90er Jahren, war so der Trend hin, dass man weg von Verboten in vielen Politikfeldern, in Umweltpolitik unter anderem, und hin zu Anreizsystemen, freiwillige Verpflichtungen und so weiter kommen wollte, weil das so der generelle Diskurs war.
dass das quasi effizienter wäre. Also, dass man jetzt nicht irgendwelche Verbote macht, die dann irgendwie administrativ durchgesetzt werden müssen, sondern dass sich die Autohersteller selbst verpflichten zu einer Norm, die sie dann selbst auch umsetzen. Ich denke, was man inzwischen relativ klar sieht, und das ist quer durch alle Politikfelder, dass solche Selbstverpflichtungen, ohne dass es zumindest eine glaubhafte Drohung gibt, dass bald reguliert wird, funktionieren nicht. Also das ist, denke ich, kein Geheimnis mehr. Man sieht es jetzt im Moment in den Medien, die Debatte um die Lieferketten, ist die Diskussion, ob es nicht bald ein Gesetz geben sollte, weil nämlich die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Unternehmen nachweislich nicht funktioniert haben. Das heißt, ich denke, es kann freiwillige Sachen geben. Was wichtig ist, ist, dass man glaubhaft machen kann, wenn es da nicht zum zufriedenstellenden Ergebnis kommt, dann reguliert der Staat, erstens. Und zweitens denke ich, klare Regeln sind auch für Unternehmen bis zu einem gewissen Punkt eine Erleichterung, auch wenn es natürlich erstmal paradox sich anhört. Aber wenn Märkte klar geregelt sind, auch wir brauchen ja nur an uns selber denken, wenn wir klar wissen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, manchmal ist es dann einfacher, sich zurechtzufinden. Also das heißt, klare Regeln sind nicht immer nur eine Einschränkung von Freiheit, sondern können auch eine Entlastung sein. Und ich denke, das sollte man in dem Fall tatsächlich berücksichtigen, wenn es um Klimapolitik oder um Umweltpolitik geht. Manche Dinge brauchen klare Regeln. Wir können nicht darauf vertrauen, dass in einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft, wie wir sie haben, dass Unternehmen davon selber oder auch Konsumenten und Konsumentinnen davon selber sich so verhalten, wie sie es irgendwie auf einem begrenzten Planeten sollten. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise Regeln geben. Dion redet auch ganz viel von den individuellen Handlungen und gerade in seinem Film Demain versucht er, Initiativen vorzustellen, die Personen zeigen, die aktiv werden, um nachhaltiger zu leben. Nun deutet er allerdings darauf hin, dass es eher wenig verändert, wenn jeder sich selbst überlassen wird, wie Sie ja auch schon meinten, dass Selbstverpflichtung teilweise nicht sehr wirksam ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Sie meinen schon, es ist dann vielleicht Aufgabe der Politik, das zu übernehmen, aber ist es dann auch Aufgabe der Politik, unser Konsumverhalten zu minimieren? Und da lässt sich dann natürlich auch fragen, warum es aktuell der Politik eher schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, die uns Verbraucher dabei einschränken. Da kann man zum Beispiel daran denken, dass ja auch schon diskutiert wird, ob man Kurzstreckenflüge besteuert. Gerade in Frankreich ist die Debatte ja gerade sehr aktuell. Kann das auch an den Lobbyisten liegen oder sind wir gerade in einem Prozess und es wird vielleicht noch dazu kommen? Zwei Sachen dazu. Ich denke, einerseits ist es ganz grundsätzlich so, also Politik ist nicht mutig. Politik tut dann was, wenn Druck von unten ist. Also das ist auch wiederum keine besonders umstrittene Aussage. Warum ist das so? Naja, einerseits sind natürlich Konsumentinnen und Konsumenten erstmal auch Wählerinnen und Wähler. Und man sieht es ja irgendwie bei so Debatten, was passiert, wenn in Deutschland vorgeschlagen wird, dass man in Kantinen ab und zu mal kein Fleisch essen soll. Die Debatte, die dann losgetrieben war, individuelle Freiheit und meine Kinder und so. Also irgendwo scheint es sehr schwierig zu sein, einerseits Konsumentscheidungen direkt oder sowas wie Transport, wenn man eingreift in die Freiheit, irgendwie wie schnell ich fahre oder welche Autos ich kaufe oder sonst irgendwas. Das scheint schwierig zu sein im aktuellen diskursiven Umfeld in Deutschland. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass in Umweltpolitik natürlich auch ein strukturelles Ungleichgewicht herrscht. Es wurde von Politikwissenschaftler von Prittwitz mal ganz treffend beschrieben, und zwar zwischen einerseits gut organisierten Verursacherinteressen, also das heißt, die, gegen die man da regulieren muss, sind dann zum Beispiel die Automobilindustrie oder die Flugfahrtindustrie. Die sind sehr gut organisiert, sind sehr gut vernetzt und können meinungsstark ihre Position klar machen. Andererseits hat man aber sehr diffuse betroffenen Interessen. Das heißt, diejenigen, die von zum Beispiel schlechten Umweltbedingungen, saurem Regen, Ozonloch, Klimawandel und so weiter betroffen sind, sind global einerseits, sind diffus. Das heißt, jeder ist ein bisschen betroffen. Aber wer ist denn jetzt besonders betroffen? Wie organisiert sind die? Natürlich sehr schwach. Und das heißt, man hat immer dieses Ungleichgewicht zwischen die man potenziell belastet, sind sehr laut und sehr stark. Und die, denen man potenziell Gutes tut, sind wenig organisiert und ein bisschen überhalsend. Wir alle irgendwie so ein bisschen. Und das heißt, dieses strukturelle Ungleichgewicht, denke ich, kann nur überkommen werden, wenn sich sozusagen auch die betroffenen Seite organisiert. Und das ist zum Beispiel durch soziale Bewegungen. Das können natürlich auch NGOs und so weiter sein. Das kann punktuell, können das auch Industrien sein, die davon profitieren, also die erneuerbaren Industrie oder sonst irgendwas. Aber es muss sozusagen ein Gegengewicht geben gegen diese stark organisierten Verursacherinteressen, weil ansonsten kommt man nicht weiter. Ja, du hast jetzt gerade auch ein Beispiel angesprochen, was ich sehr gut nutzen kann, um auf unsere nächste Frage überzuleiten. Und das sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die einfach in Frankreich
ja schon sehr lange existieren und da halt auf der Autobahn und man hat ja auch jetzt vor noch nicht so allzu langer Zeit sogar diese 80 Kilometer pro Stunde auf der Landstraße eingeführt und in Deutschland ist das ja quasi das Tabuthema, irgendwie sich wirklich gerade auf der Autobahn auch für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auszusprechen. Genau, und auf französischer Seite scheint es ja dann tatsächlich manchmal so, als würden solche Verbote, die halt letztendlich auch den Endverbraucher betreffen, schneller verabschiedet werden. Ja, wenn man beispielsweise an den ja doch noch recht aktuellen Vorschlag von Bruno Le Maire denkt, der Inlandsflüge in Frankreich verbieten wollte, wenn eine alternative Zugverbindung bestand, die nicht länger als 2 Stunden 30 dauert. Oder beispielsweise auch daran, dass der Ökozid, also ein Verbrechen gegen die Natur, in Frankreich bald unter Strafe gestellt werden könnte. Ja, welche Unterschiede beobachtest du denn generell, vielleicht auch in Bezug auf Radikalität, wenn man überhaupt von Radikalität sprechen kann, bei den Entscheidungen und auch bei den verabschiedeten Gesetzen auf französischer bzw. deutscher Seite? Gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine interessante Entwicklung im Moment in Frankreich, würde ich sagen. Ich würde einerseits vielleicht nochmal kurz vorher ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wie man so schön sagt. Also was da tatsächlich jetzt im Endeffekt rauskommt bei diesen Diskussionen, dem würde ich mal nicht zu sehr vorgreifen. Also ich würde natürlich hoffen, dass das irgendwie sehr ambitioniert wird. Allerdings ist ja bei den Kurzstreckenflügen ist ja auch schon wieder zurückgerudert worden, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht genau. Und was mit dem Ökozid passiert, das wäre, könnte potenziell natürlich sehr weitreichend sein. Andererseits ist Umweltschutz ja auch in der französischen Verfassung verankert worden unter Chirac. Aber was das im Endeffekt so groß gebracht hat, kann man diskutieren. Ich denke, was interessant ist, wenn man so anschaut, also die Ausgangslage, als ich angefangen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen, Anfang der 2000er, war die Ausgangslage ja relativ unterschiedlich in Deutschland und Frankreich. Deutschland hatte eine eher starke Umweltbewegung, Frankreich eher nicht so. Vor allem war die Anti-Atomkraft-Bewegung in Frankreich so an diesem ÖDF-Riesen zerschellt im Prinzip, während sie sich in Deutschland dann durchgesetzt hatte. Rot-Grün 98 an die Macht gekommen, der erste deutsche Atomausstieg war ja irgendwie Anfang der 2000er. Seitdem gibt es in Deutschland eine starke Umweltpolitik eigentlich. Frankreich hat länger gebraucht. Was in den letzten Jahren passiert, ist, dass in Frankreich vor allem auf lokaler Ebene, denke ich, und die letzten Wahlen haben es jetzt auch gezeigt wieder, diese Frage der Transition écologique, also der Umweltwende, sehr viel stärker diskutiert wird, sehr viel stärker auch in Kommunen und so weiter, in Städten verankert wird. Man braucht sich ja nur anzuschauen, wie stark jetzt sich Paris in den letzten Jahren verändert hat. Neuen Fahrradstraßen und so weiter, mit relativ konsequenter Auto aus der Stadtpolitik, was, also ich wohne in Hamburg, davon sieht man nichts, obwohl hier die Grünen mit an der Macht sind. Das heißt, ich denke, es gibt in Frankreich eben auch so ein bisschen ein Biais, würde ich sagen, ein bisschen eine Sache von, es gibt immer diese großen Diskurse und die Symbolpolitik, die sehr stark ist und lange Zeit ist es ein bisschen dabei geblieben. Inzwischen gibt es aber dadurch, dass es von unten auch so eine Bewegung gibt und einen starken Druck gibt, vielleicht tatsächlich das Potenzial, dass sich wirklich was verändert. Genau. In Deutschland würde ich sagen, im Moment ist so ein bisschen, nachdem eben der Atomausstieg beschlossene Sache geworden ist, war so ein bisschen die Umweltbewegung vielleicht auf der Suche nach so dem neuen Dings. Dann kommt jetzt die Kohlefrage. Aber Deutschland hat Schwierigkeiten aus diesem Funktionieren, aus dem korporatistischen Funktionieren rauszukommen. Das heißt, es geht immer darum, die ganzen Wirtschaftsverbände mitzunehmen und die Unternehmen zu entschädigen und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt diesen Kohleausstiegskompromiss, der im Prinzip ein Datum für den Kohleausstieg vorschreibt, dass manche sagen, nach dem Datum wäre man sowieso aus der Kohle ausgestiegen werden würde, aus ökonomischen Gründen. Also das teilweise kann das dann absurde Blüten treiben. Ja, so ein bisschen weg von der Symbolpolitik und wieder hin zu Gesetzen und Entscheidungen. Laut Dion gibt es mehrere Rahmenbedingungen für unsere Entscheidungen, die uns individuell und kollektiv von Veränderungen abhalten. Und eben einer dieser Rahmenbedingungen, so betitelt er das in einem Kapitel, das seien eben die Gesetze, die bei Dion eng im Zusammenhang mit den etablierten politischen Strukturen stehen, was ja sich eigentlich ergibt. Aber Dion stellt sich eben die Frage, leben wir wirklich in einer Demokratie? Und er beantwortet dies in Folge, indem er sagt, die Machtinstrumente der Bevölkerung sind sehr gering, um nicht zu sagen gleich null. Also er beschreibt eine Art Postdemokratie. Und da wollten wir Sie fragen, inwieweit stimmen Sie Dion bei seiner Aussage zu? Also leben wir in Frankreich oder auch hier gerade in Deutschland wirklich schon in einer Art Postdemokratie? Und inwieweit sind schleichende Anfänge einer solchen verantwortlich für das insgesamt doch recht vielleicht teilweise ineffektive politische und gesellschaftliche Handeln gegen den Klimawandel? Ich tue mich mit diesem
Postdemokratie immer ein bisschen schwierig, weil das so ein bisschen suggeriert, dass es mal irgendwie eine bessere Demokratie gegeben hat und wir jetzt irgendwie die verloren haben. Ich glaube, unsere Ansprüche an Politik einerseits sind auch fordernder geworden. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob die Demokratie in Frankreich in den 50ern besonders volksnahe war. Ich denke, Demokratie ist ein ständiger Widerstreit und Demokratie muss immer neu erkämpft werden. Wenn man denkt, dass Demokratie an der Urne endet, dann hat man schon verloren. Das heißt, dann ist Politik tot. Das heißt, Politik lebt daraus, dass die Institutionen immer wieder in Frage gestellt werden, dass es neue Mobilisierungen gibt, dass es Momente gibt wie die 68er, wie jetzt Fridays for Future. Im Prinzip, wenn man so aus der Soziologie auf Gesellschaft schaut, dann gibt es im Prinzip so zwei oder zweieinhalb große Formen von Kräften, die Gesellschaft verändern. Das eine ist die Wirtschaft und ihre Innovationskraft, neue Technologien, neue Dinge, und dann wälzt das die Gesellschaft um. Das halbe, würde ich sagen, ist Politik. Politik kann Gesellschaft verändern, tut es aber selten. Und das dritte sind eben diese gesellschaftlichen Bewegungen, gesellschaftliche Normen, neue gesellschaftliche Normen, die sich Bahn brechen in gesellschaftlichen Bewegungen, sozialen Bewegungen, Mobilisierungen, Frauenbewegungen, Arbeiterinnenbewegungen, 68er-Bewegungen und so weiter. Und das ist auch Politik. Die Frage ist ja eher sozusagen, finden diese gesellschaftlichen Bewegungen ihren Niederschlag in der Politik? Und da würde ich sagen, so tot kann die Politik nach den französischen Kommunalwahlen irgendwie auch die französische Politik nicht sein. Also ich denke, ich würde sie noch nicht abschreiben, auch wenn sie viele, viele Mängel hat und auch wenn vieles problematisch dran ist. Ja, also dass diese, ja, dass einfach unsere Politik nicht an der Urne enden darf, das bestätigt eigentlich auch nochmal gerade das nächste Zitat von Dion. Und wenn wir bei jeder neuen Wahl mit dem schmerzhaften Gefühl konfrontiert werden, dass wir jeweils nur das kleinere Übel wählen und uns dabei manchmal fragen, ob dieser einst so hart erkämpfte Akt der Stimmabgabe noch zu mehr dient als dazu, den Siegeszug extremer Parteien zu verhindern. Ja, also wenn man solche Zitate von Dion liest, dann sieht man halt ganz klar, dass er vom aktuellen politischen System wirklich desillusioniert ist. Und das wird halt wirklich auch deutlich, wenn man Dions Buch liest. Ja, wie können wir als Gesellschaft dennoch Einfluss auf die Politik nehmen? Und du hast es vorhin auch schon angesprochen mit den Fridays for Future Protesten. Inwieweit sind solche Proteste denn auch dann ein gewisses Druckmittel für die Politik? Natürlich, also ich denke, es ist essentiell. Ich denke, solche Proteste sind essentiell. Ich denke, es ist essentiell, dass das weitergeht, in welcher Form auch immer, dass es vielleicht auch andere Bewegungen gibt, dass Zivilgesellschaft sich organisiert. Ich denke einerseits, was macht, dass wir nur noch abwählen teilweise? Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich auch zum Teil zumindest ein französisches Phänomen mit den Präsidentschaftswahlen eben, dass dann immer das geringere Übel, also ein bisschen auch ein Artefakt von dem Mehrheitssystem, während das proportionale System vielleicht zumindest ein bisschen mehr noch einem die Möglichkeit gibt, auch für eine Partei zu wählen, nicht nur gegen eine. Aber dennoch, glaube ich, ist eines der Grundprobleme vielleicht diese Frage, wie kann man wieder positiven politischen Horizont gewinnen, also etwas, wofür man kämpft, nicht nur irgendwas wogegen, also dass man nicht nur gegen Sozialabbau, gegen die extreme Rechte, gegen Klimawandel und so weiter auf die Straße geht, sondern sagt, wir wollen das und das. Was ist denn der positive Horizont? Und ich denke, da sind solche Bewegungen unglaublich wichtig, weil sie nicht nur die Funktion haben, gesellschaftlich Druck auszuüben auf Politik, sondern weil sie auch Experimentationsarenen sind für neue Formen der Sozialität, für Experimentation von Politik, also irgendwelche Sachen, zum Beispiel Formen von Repräsentation, die vielleicht über das hinausgehen, was wir im Moment haben, für neue Formen irgendwie gemeinschaftlich zu denken, was uns wichtig ist und so weiter. Und ich denke, das ist auch eine essentielle Funktion von solchen Protesten. Das heißt, mein Appell wäre in dem Sinne, dann das auch so zu nutzen. Das heißt, es geht nicht nur darum, bestimmte CO2-Reduktionsziele politisch durchzusetzen, obwohl das natürlich essentiell ist, sondern auch sich zu fragen, wo wollen wir denn positiv hin und was ist denn sozusagen dieser Horizont, den man positiv anstreben möchte. Ja, da lässt sich perfekt einklinken. Ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Bewegungen einem Hoffnung geben und gerade, wie man ja auch sehen konnte, viele junge Leute im letzten Jahr ungefähr mobilisiert haben. Aber wenn man von Sozialisationsarenen redet, beziehungsweise wie auch neu sozialisiert werden kann, dann gibt es ja ein Zitat von Dion, in dem er sagt, stellen Sie sich vor, dass sich die ganze produktive und kreative Energie der Menschen, die jeden Tag auf der Erde arbeiten, nicht darin erschöpfen würde, den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, sondern darauf abgerichtet wäre, Dinge zu tun, die ihnen unbändige Lust machen. Jeden Morgen aus dem Bett zu springen,
Und wenn diese Energie dann noch im Dienst von ausgesprochenen, nützlichen, ökologischen und sozialen Projekten gestellt würde, wetten, dass sich die Welt nur schnell verändern würde? Also das klingt wahrscheinlich einfacher, als in der Realität zu sein scheint. Und doch macht dieses Zitat, wie wir ja gerade meinten, vielleicht auch Hoffnung, dass sich in Zukunft viele Menschen von selbst für ein nachhaltigeres und damit verbunden eventuell sogar zufriedeneres Leben entscheiden. Glauben Sie bzw. teilen Sie persönlich diese von Dion beschriebene Hoffnung auf ein besseres, erfüllenderes Leben der Welt von morgen? Bzw. kann man unter diesem Blickwinkel die Herausforderung des Klimawandels auch als positive Chance sehen für eine vielleicht glücklichere Gesellschaft? Beziehungsweise ich glaube, Glück ist in dem Zitat, da geht es darum, dass man praktisch zufriedener ist, indem man bescheidener wird und weniger Konsum sucht und eben, wie er meint, diese Wirtschaftsmaschine versucht am Laufenden zu halten. Das erinnert mich an einen Aufruf, den ich auch unterzeichnet hatte, der vor einer Weile irgendwie in Deutschland und Frankreich und in anderen Ländern veröffentlicht wurde, zur Aufruf zur Demokratisierung der Arbeit. Und er war initiiert von, also ein großer Teil waren französische Akademikerinnen und Intellektuelle, also Dominique Médard, Piketty und andere. Und wo es wirklich darum ging, zu überdenken, was Arbeit ist. Jetzt in dieser Corona-Krise hat uns ja zum Beispiel eine Sache gezeigt, auch nämlich, was diese, was ist unentbehrliche Arbeit für unsere Gesellschaft? Das heißt, was sind die Berufe, die wir uns nicht leisten können, einzustellen, wenn alles anders stillsteht? Und wie kommt es, dass das genau irgendwie die Berufe sind, die wir am schlechtesten bezahlen im Durchschnitt? Demokratisieren hieße natürlich auch, sich zu überlegen, wozu brauchen wir denn bestimmte Dinge? Im Moment ist es ja so, dass diese unsichtbare Hand des Marktes darüber bestimmt, was wir machen, wie viel wir verdienen und so weiter. Wie wäre es, wenn bestimmte Sachen da explizit wieder politisch werden? Das heißt, einerseits welchen Gehalt eben zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger bekommt, aber andererseits auch vielleicht gibt es bestimmte Arbeiten, die wir nicht so viel brauchen, von denen wir nicht so viel brauchen, von denen wir weniger haben sollten. Vielleicht sollte man Arbeit anders organisieren. Da spielen natürlich die ganzen Diskussionen auch um die Frage von Grundeinkommen mit einer Rolle. Also welche Arbeit würden wir nachgehen, wenn wir das nicht für den Lohn brauchten, sondern uns das aussuchen könnten und so weiter. Das heißt, was passiert, wenn Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck ist? Und ich denke, dass diese Diskussionen tatsächlich extrem wichtig sind. Einerseits, weil es eben, wir haben ja viel vorher über Konsumentscheidungen gesprochen, aber eine Frage ist ja auch, wenn es wirklich darum geht, zu reduzieren in Zukunft, dann geht es doch sicherlich auch darum, in irgendeiner Weise weniger zu arbeiten, zumindest weniger von bestimmten Formen der Arbeit zu machen, also weniger Autos zu produzieren zum Beispiel, weniger Flugzeuge zu produzieren, weniger Ressourcen zu scheffeln. Wie können wir das machen auf eine Art und Weise, dass nicht einfach viele Leute arbeitslos werden und dann haben wir wieder ein politisches Problem und ein soziales Problem und das wird nicht so funktionieren. Das heißt, irgendwo ist es auch notwendig, neu zu denken, was Arbeit ist und wofür Arbeit ist. Und ich denke, dass diese Diskussionen finden im Moment in sehr vielen Orten, in sehr vielen verschiedenen Arenen statt. Aber zum Teil fehlt so ein bisschen die Frage, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Also Grundeinkommen zusammenhängt mit Diskussionen über Bezahlung von Arbeit, über Care-Arbeit, Sorgeketten und so weiter. Also wie schaffen wir es, neu über Arbeit nachzudenken, sodass Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck, um den nächsten Konsum zu finanzieren ist. Ja, also mit der Arbeit haben Sie jetzt ganz klar eigentlich eine der Rahmenbedingungen angesprochen, die halt ja so ein bisschen uns in unserer aktuellen Fiktion, wie es die Junge immer nennt, festhalten. Und ja, auch gerade um das bedingungslose Grundeinkommen wird es halt auch nochmal in einer extra Podcast-Folge von uns gehen, wo wir mit einem Vertreter des Vereins Mein Grundeinkommen ein Interview durchführen werden. Und jetzt am Ende soll es aber nochmal ein bisschen um auch ein sehr wichtiges Wort in dem Buch von Dion gehen, nämlich um Revolution. Um den Kurs unserer Gesellschaft radikal zu verändern, müssen wir neue Narrative entwickeln, aber auch die genannten Rahmenbedingungen verändern. Nur so kann ein revolutionäres Unterfangen Erfolg haben. Ja, von diesen revolutionären Unterfangen oder generell von Revolution spricht Dion sehr häufig. Und jetzt die Frage an dich. Findest du, dass wir wirklich, um effektiv in der Zeit, die uns noch bleibt, gegen den Klimawandel vorzugehen, dass wir da so eine Art der Revolution benötigen? Oder muss das irgendwie anders aussehen? Wir brauchen mit Sicherheit einen Bruch mit dem, was besteht. Das heißt, bestimmte Dinge werden nicht so weitergehen können. Das ist auch insofern extrem wichtig, weil eben viele von den Lösungen, die im Moment angeboten werden, im Prinzip dahin gehen, graduell bestimmte Prozesse zu verändern, graduell oft auch mit Hoffnung auf neue Technologien bestimmte Dinge zu verändern. Was wir sehen aber,
Wenn man historisch schaut, ist, dass viele von diesen Veränderungen im Prinzip dazu führen, nicht, dass zum Beispiel weniger Energie konsumiert wird, sondern dass wir jetzt halt auch Erneuerbare haben, aber gleichzeitig global gesehen der Kohleverbrauch gleich bleibt oder sogar ansteigt. Dass wir auch Energieeffizienz machen, aber dann haben wir einen Rebound-Effekt und haben eben neue Formen der Applikation. Das heißt, es geht ganz zentral auch darum zu überlegen, wie kommen wir denn dahin, dass wir weniger konsumieren, dass wir weniger Energie verbrauchen, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Und ich denke, wenn man das ernst nimmt, diese Frage, wenn man ernst nimmt, diesen Grad an Veränderungen, den das braucht, dann muss man auch ernsthaft darüber nachdenken, wie sähe dann auch ein soziales, ein wirtschaftliches und politisches System aus, in dem das nachhaltig geschehen kann. Das heißt, ohne dass wir eben populistische Parteien oder rechtsextreme Parteien bekommen, die eben darauf aufbauen, dass bestimmte soziale Gruppen zum Beispiel ihre Arbeit einfach verloren haben oder dass es eben neue soziale Spaltungen gibt und so weiter. Das heißt, wir müssen grundsätzlich darüber nachdenken, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben und was sind die Grundlagen für dieses Zusammenleben. Deswegen, ich glaube, es braucht einen Bruch, ich glaube, es braucht eine Revolution. Ja, da sind wir leider jetzt auch schon zur letzten Frage gekommen. Aber unser Podcast heißt ja, wann beginnt die Revolution bzw. Seconde Revolution, was ja auch das letzte Kapitel von Dions Buch ist. Und eigentlich hast du das jetzt auch schon ein bisschen beantwortet, aber wann beginnt denn deiner Meinung nach diese Revolution bzw. welche Rolle spielt denn unsere Generation dabei? Weil wir sind ja gerade vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, deswegen ist natürlich immer ganz interessant, wie wir uns praktisch engagieren können. Es beginnt jetzt. Also ich denke, es ist ganz klar, dass... Es ist ein bisschen Klischee, das zu sagen, aber das Problem ist, denke ich, dass viele von diesen Prozessen, über die wir reden, sehr, sehr langfristige sind. Also die ökologische Krise zeichnet sich aus durch Zeitdimensionen, die extrem lang sind, was die natürlichen Prozesse angeht, auch was die sozialen Prozesse angeht und so weiter. Das heißt, man kann schnell wie so ein Igel vorm Auto stehen und dann sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil man sieht, was alles nötig wäre. Ich auf ein paar von diesen Fridays for Future Demonstrationen und was mich da unglaublich beeindruckt hat, immer war so die ganz Jungen, die dabei sind und die dann irgendwie extrem viel Lärm machen und wo man denkt irgendwie so, wow, also was habe ich noch nie gesehen auf einer Demo. Und das macht schon Hoffnung. Also da denke ich irgendwie, von wo, wenn nicht von da, kann so ein Enthusiasmus dafür tatsächlich was zu verändern kommen. Deswegen macht weiter, ich finde das gut. Und aber gleichzeitig denke ich, es ist auch ein bisschen billig oder es wäre unfair, das Ganze irgendwie auf Fridays for Future und irgendwie die junge Generation soll es richten, zu sagen. Ich denke, wir haben genauso eine Verantwortung. Das heißt, es muss auch aus allen Schichten, aus allen Altersklassen der Bevölkerung kommen, dass wir sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen was ändern, wir müssen ganz grundlegend was ändern und wir müssen experimentieren mit neuen Formen des Wirtschaftens und des Zusammenlebens, wir müssen uns mobilisieren. Genau, und ich denke, dass der Hauptmotor von Veränderungen, von solchen Veränderungen ist immer die neue Generation, aber ich denke, dass es nur dann klappen kann, wenn es auch in anderen Gesellschaftsgruppen und Schichten, wenn wir mitmachen, quasi. Klar, das ist ja wahrscheinlich gerade die Herausforderung, dass man alle Altersgruppen, alle Altersschichten, Klassen gerade jetzt aktiviert und so ein bisschen sensibilisiert, was diese Thematik angeht. Was wir natürlich auch versuchen durch diesen Podcast. Genau, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, dass wir letztendlich als gesamte Bevölkerung die Verantwortung tragen, gegen den Klimawandel was zu tun. Genau. Und ja, wir bedanken uns jetzt natürlich ganz herzlich bei dir, dass du dir hierfür die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Das war unsere Folge zur Titelfrage unseres Podcasts Wann beginnt die Revolution? Zum gleichnamigen Kapitel im Buch von Cyril Dion. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.